Wow, hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Special Facts. Das ist eigentlich richtig cool. Sieht fancy aus. Wir machen noch eins. Meine Nachbarn sind da. Sie können direkt hier hoch. Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Part von Photoshoot Ideas. Das hat sich gerade richtig deutsch angehört. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde, die deutsche Sprache ist alles andere als schön klingt. Sie ist einfach nur stumpf. Naja. Aber ihr versteht mich so. Auf jeden Fall Inspiration zum Bildermachen, die ich mir wie immer von TikTok geholt habe. Ich hatte da wie gesagt eine wirklich lange Liste mit verschiedenen Dingen und ich dachte mir, die können wir abarbeiten, weil ich neue Bilder brauche und ich Lust drauf hatte. Und keine Videoideen. Deswegen, falls ihr welche habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Okay, beginnen wir mit dem ersten TikTok und ich muss sagen, ich fand es einfach nur cool. Also ich wollte gerne wissen, ob das wirklich funktioniert. So easy. Also man macht einfach nur Wasser an den Spiegel, dann richtet man das Handy auf den Spiegel, stellt den Blitz ein und tut die Helligkeit auf ein Minimum reduzieren. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt auch einfach mal ganz schnell ausprobieren. Also mir geht es nicht um die Bilder am Ende, vielleicht kommt was Cooles raus, aber sondern eher um den Effekt, ob das wirklich funktioniert. Deswegen, let's see. Okay, also hier ist mein Handy. Jetzt nehmen wir Wasser. Genau, dann nehmen wir uns das Handy. Und dann machen wir eine Bildschirmaufnahme. So viele Sachen gerade gleichzeitig. Erstmal den nass machen. Ich glaube, ich bin zu groß. Okay, und dann sollen wir das Licht. Warte, dann bin ich noch ein bisschen näher. Ich habe vergessen, Blitz einzumachen. Okay, nochmal so Licht wird runter gemacht. Und dann. Sieht fancy aus. Wir machen noch eins. Okay, warte. Nochmal näher dran. Meine Dots sind nicht so cool. Toll, jetzt ist mein Spiegel nass. Es tropft alles runter. Mein Speicher ist voll. Ich kann jetzt keine Bilder mehr machen. Wir löschen gerade eine App schnell. Und dann machen wir nochmal ein Bild, damit sich das wenigstens ein bisschen lohnt. Es ist jetzt schon alles verschmiert. Und das wäre gerade, glaube ich, ein richtig cooles Bild geworden. Man sieht gar nichts mehr. Oh. Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, es hat funktioniert. Es war jetzt zwar nicht so on fleek, aber mir ging es halt am Ende wirklich nicht um das Bild. Ich gucke gerade übrigens auf meinem Handy, weil ich da natürlich das Resultat habe. Ich suche es gerade raus. Ein Bild ist nicht schlecht geworden. Es hat auf jeden Fall funktioniert und ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach das nächste an. Genau, bei dem nächsten geht es um eine Art Bearbeitung. Und zwar, ich weiß nicht, ob das auch bei Samsung oder anderen Handys geht, aber man nimmt Fotos im Live-Modus auf. Sprich, wenn man den Finger ja auf Live-Bilder hält, dann zeigt es immer wie so eine Art Videoaufnahme die Bilder vor und danach an. Ist ein richtig cooler Hack allgemein, damit Bilder zu machen. Weil ihr könnt nämlich mit Live-Fotos auch Boomerangs bei Instagram erstellen. Ja, that's possible. Also ist ein richtig guter Lifehack, wenn ihr euch so denkt, ich habe keine Lust, ein Bild zu posten. Ich glaube, ihr haltet einfach nur auf dem Bild gedrückt mit dem Finger und dann wird automatisch ein Boomerang erstellt und das ist richtig cool. Genau. Auf jeden Fall geht es darum, diesen Live-Modus noch ein bisschen abzuwandeln. Und zwar, wenn man bei einem Bild einfach so hochzieht, dann hat man hier verschiedene Effekte. Man kann halt eben auch so ein Boomerang oder ein kurzes Video daraus erstellen. Halt diese Endlosschleife, den Abpraller oder halt die Langzeitbelichtung. Und ich muss sagen, ich finde, da sind ein paar coole Sachen rausgekommen. Ich glaube, wenn man da noch einen Filter drüber legt, ist es irgendwie echt cool. Also gerade so ein Retro-Filter oder so ein Schwarz-Weiß-Filter vielleicht auch. Auf jeden Fall hat es funktioniert und ich fand es ganz cool.
Deshalb kriegst du auf jeden Fall auch ein Go. Gut, machen wir mit dem dritten TikTok-Hack weiter. Hierfür müssen wir uns erstmal die App runterladen und zwar heißt die Parallax. Wir machen 3D-Fotos übrigens und sehen, wie das Ganze aussieht oder wie es funktioniert. Ich habe die App jetzt runtergeladen und wir schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das ist keine App fürs iPad, aber egal. Kann so ein bisschen schneller laden. Warum lädt es nicht? Jetzt. Okay, nice. 3D-Kamera, Foto, wir machen ein Foto. Oh ne, was stand da unten nochmal? Wir probieren es zunächst einmal hiermit aus. Okay, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wie die App heißt. Hätte ich ja fast vergessen. Ich habe keine Lust, jetzt so ein Bild zu machen. 3D-Foto. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass... Meine Kamera geht die ganze Zeit aus. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Naja, auf jeden Fall hat es funktioniert. Was kann man jetzt hier noch machen? Ah, das geht näher. Wie cool. Vertikal. Irgendwie hat das voll was. Nice. Finde ich unnormal cool. Aber wie kriegt man denn diese ganzen... Das kostet 3 Euro die Woche. 3 Euro? Egal, auf jeden Fall hat es funktioniert und ich finde es echt cool. Wow, hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Special Facts. Kann man ja einen richtigen Werbeclip allein aus einem... Das ist eigentlich richtig cool. I have to say, that's pretty amazing. Aber kann man nicht auch was bei PixArt machen? Ich liebe halt PixArt. Schon seit Jahren. Die App hat mich immer begleitet. Ich glaube, das war mit einer der ersten Apps, die ich verwendet habe. Nach Photoscape am Computer. Wer kann sich daran noch erinnern? Ich weiß, ob ich mit Freunden vom Computer saß und die Bilder da bearbeitet habe. Ich glaube, es geht hier nicht. Aber... I have to say, this is pretty amazing. Vielleicht kennt ja jemand von euch eine App, die das kostenlos anbietet. Weil irgendwie hat der Effekt es mir gerade angetan. Ich meine, ich habe aber schon mal sowas gesehen. Egal. Aber ich muss sagen, war richtig cool. Also ich finde es cool. Ich habe den Hype auf jeden Fall verpasst. Aber it doesn't matter. Ich finde es immer cool. Genau, wir sind noch gar nicht fertig. Es geht nämlich weiter. Was haben wir hier noch? Und zwar geht es um ein Bild. Mit einem Art Raucheffekt im Prinzip. Und eigentlich kann man das auch ganz einfach mit PixArt machen. Als so eine Art Overlay oder Sticker gibt es mit Sicherheit. Aber wir sind ganz fancy und werden das einfach mal random so ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mit der Sauerei an. Ich kann mir vorstellen, dass es viel Dreck machen wird. Meine Nachbarn sind da. Sie können direkt hier hoch. Egal. Also zuerst einmal habe ich die ganze Zeit vergessen, hier drauf zu drücken, weil ihr müsst euch vorstellen, man muss es im Bild gut sehen, ich muss eine Pose machen und das muss funktionieren. Und ich habe die ganze Zeit vergessen, auf den Button zu drücken, aber ich habe eine Bildschirmaufnahme vom Handy gemacht. Ich glaube, mein Babypuder ist einfach etwas zu leer, aber wir schauen auf jeden Fall, was dabei rumgekommen ist. Ich glaube, es ist was dabei. Okay, kommen wir zu den Ergebnissen. Ich muss sagen, es hat auf jeden Fall einiges an Dreck gemacht. Es war nicht ganz so einfach, aber es war cool. Und mir fällt gerade ein anderen Hack ein, den ich auch mal gesehen habe, der auch richtig cool war. Egal. Ich habe jetzt keine Lust, noch mehr Dreck zu machen. Vielleicht im nächsten Video. Auf jeden Fall muss ich sagen, die Bilder sind eigentlich ganz cool geworden, aber ich glaube, das liegt viel mehr an meinem Look und dass ich einfach mal einen schwarzen Hintergrund habe. Also klar, das Puder macht auch was aus. Gerade wenn man das vielleicht auch als so eine kleine Videoaufnahme oder als so ein 3D-Bild abspielen lässt, kann das, glaube ich, richtig cool werden. Und ich glaube auch, wenn man wie in dem Video vielleicht eine Person hat, die das für einen macht, ist es halt auch nochmal einfacher, ne? Okay, kommen wir auch schon zu dem letzten Hack und da bin ich voll gespannt, weil den finde ich richtig schön. Ich finde es richtig cool. Wir sehen uns das einmal zusammen an. Und zwar geht es um etwas ganz, ganz Simples. Und zwar wird hier einfach die Kamera in eine Cremedose gerichtet und es sieht da drinnen einfach aus
wie in Phantasien von Die Unendliche Geschichte. Ich weiß auch nicht, das erinnert mich irgendwie daran. Das sieht wie so eine Fantasiewelt aus. Das sieht richtig schön aus. Nur ich das, aber das sieht doch echt nice aus, oder? Deswegen müssen wir das auf jeden Fall jetzt probieren und ich suche erstmal eine Creme. Okay, ich habe jetzt ein paar Cremes geholt. Und jetzt nehmen wir uns, glaube ich, am besten das Handy, weil die Kamera ist hier von kleiner. Die ist noch relativ voll. Wir nehmen uns die hier. Ich glaube, die ist ganz gut gefüllt. Hier ist noch ein bisschen was drin. Aber es ist halt... ja, es war jetzt nicht so eine gute Idee, weil das Loch da drin ist gefühlt so groß wie ein Stecknadelloch. Deswegen vielleicht diese Creme, die ist halt schon relativ leer. Und dreckig. Ich glaube, das geht nicht. Wir nehmen einfach die. Enttäusch mich jetzt nicht. Ja, die ist halt auch türkis, ne? Wir gucken einfach, ob das funktioniert. Ich mache eine Videoaufnahme. Warte, ich habe das Gefühl. Ich habe das Loch... Wie mache ich das jetzt? Nun gut, ich habe auf jeden Fall jetzt hier... Das sieht vielversprechend aus. Seht ihr, das Loch ist wesentlich größer. Auf jeden Fall ist es eine Shampoo-Flasche. Und wir werden jetzt hier reingucken, weil ganz ehrlich, ich glaube, das sieht nicht so cool aus, weil das keine Creme ist. Die sieht halt einfach boring aus. Ich glaube, das geht nur mit Creme. Das möchte ich so nicht stehen lassen, weil ich glaube, das kann richtig cool sein. Warum kann er denn hier nicht durchgucken? Wir drehen einfach mal den Deckel ab. Sieht halt hier drin auch nicht random aus, weil die Creme, weil das so ein Gel ist. Mann, ich möchte das jetzt aber, ich möchte jetzt aber was, sowas auch sehen. Was hat er denn für eine Creme gehabt? Oder sie? Ah, guck, das war eine Handcreme. Ich bin mir sicher, ich finde noch so eine Handcreme in meinem Zimmer. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hab's. Oder ich habe eine. Die hat auch ein größeres Loch. So, ich bin sehr gespannt. Es funktioniert. Seht ihr, es hat auf jeden Fall Potenzial, aber irgendwie ist es nicht so gut. Vielleicht sollen wir es hier mit... Ach, du hast ja gar keinen Autofokus, ne? Ach, Mist. Geht es hier mit? Nö. Funktioniert nicht damit. Ich muss sagen, die Creme ist halt einfach uninteressant in... Die sieht nicht so fancy aus wie die aus dem Video. Also natürlich könnte es klappen. Ich muss dazu sagen, ich werde es definitiv nochmal ausprobieren. Wenn die Creme vielleicht leerer ist. Egal. Auf jeden Fall bin ich sehr schade über das Ergebnis. Aber ich werde auf jeden Fall noch weitersuchen nach einem guten Bild. Nach einer guten Shampoo- oder Creme-Tube. Bis ihr eines Tages ein wunderschönes Bild von mir bei Instagram seht. Ich werde die Creme jetzt aufbrauchen, sodass da drin auch so ein cooles Muster entsteht. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, das ist ein Challenge jetzt für mich. Ups, ich rutsche schon vom Stuhl. So, das waren auch schon wieder alle Videos und alle Hacks. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch solche Sachen seht, könnt ihr mich gerne, egal auf welcher Plattform, könnt ihr mir sie gerne zusenden. Und dann probiere ich das auch aus. Und ja, Videowünsche, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Okay, es ist 2:30. Ich glaube, ich habe vor einer Stunde angefangen. Nur für das Gerede hier, ne, in dem Look. Egal. Auf jeden Fall sollte ich, glaube ich, jetzt was kochen. Was? Mach mal was.